So um die 40 Jahre ist er alt, der Fahrstuhl im Leipziger Zentralstadion. Sein Betrieb soll eingestellt werden, noch läuft er aber. Das ist besonders gut für Christa Naumann in ihrer ersten Saison als Fahrstuhlführerin beim VfB Leipzig. Denn sie wäre sonst schon wieder arbeitslos. Die erste Aktion des Fußballspiels aus der 11. Minute. Einwurf für den im Blau spielenden VfB Leipzig. Erste Gefahr für St. Paulis Abwehr. So richtig rein kommt er nicht, so richtig raus, der Ball auch nicht aus dem 16er. Und Jürgen Gronauer klärt ein bisschen überflüssig zum ersten Eckball für die Sachsen. Wieder scheint die Gefahr vorbei. Und letztendlich klärt Jörn Schwinkendorf etwas spektakulär diese Situation. Seppo Eichkorn, Trainer des FC St. Pauli, ohne seinen Stürmer Leonardo Manzi. Als 18er spielt man auswärts nicht zu offensiv. Manchmal ist es aber nicht zu verhindern, dass man vor des Gegners Tor auftaucht. Peter Knäbels Schussversuch. Sie sehen selbst, wo der Ball hingeht. Nach 17 Minuten 0:0. Gefährlichster Leipziger Matthias Lindner, weil der so weit einwerfen kann. In dieser Szene gefährlichster Hamburger, Libero Gronau in Anführungszeichen, mit dem Test des eigenen Torwarts. Klaus Tomforde hier nicht zu überwinden. Die Spielszenen wie diese, die wir für Sie ausgesucht haben, gelten im Sprachgebrauch als gefährlich. Es waren die wirklich einzig vorzeigbaren. Die erste Hälfte absolut lau. Mit dem nach Bremen abgewanderten Bernd Hopsch fehlt Leipzig der Anspielpunkt im Sturmzentrum. In dieser letzten Aktion vor dem Seitenwechsel verletzt sich Libero Jürgen Gronau, der hier unglücklich den Ball an die Schläfe bekommt. Aber er hat Zeit, die Verletzung in der Pause auszukurieren. Halbzeitpause heißt auch nächster Einsatz für Frau Naumann. Weil alle kleinen und großen Jungs mit ihr fahren wollen und müssen, dauert die Pause in Leipzig 2 Minuten länger als in den anderen deutschen Stadien. Und nach dem Wechsel Leipzig von links nach rechts. Das heißt für sie in diesem Moment ganz genau hingeschaut, 54. Minute. Es folgt die bis dahin beste Chance des VfB. Gennadi Grischin von Torpedo Moskau nach Leipzig gewechselt. Mit dem ersten ganz gefährlichen Torschuss dieser Begegnung. St. Paulis Abwehr hält, genau wie in dieser Szene Klaus Tomforde, dafür die Note 1. Es folgt die beste Szene bis dahin für den FC St. Pauli. Bredow klärt für Torwart Kischko. Uwe Bredow in Leipzig, der Experte für gute Arbeit auf der Torlinie. Hier der Beweis. Auf eine gute Hamburger Szene folgt eine gute Leipziger. Gespielt hier schon 81 Minuten. Nein, das ist sie noch nicht, denn hier scheint alles schon vorbei. Der eingewechselte Leipziger Gabriel kämpft aber, und er kämpft, provoziert sogar, da einen Freistoß. St. Pauli drauf reingefallen, also 9 Minuten vor dem Ende, noch einmal eine Freistoßchance. Gefahr, Gefahr. Nein, Thorsten kracht weit über das Tor, und weil in den letzten 9 Minuten keiner diesen Ball in eines der beiden Tore brachte, Endergebnis 0:0, das hilft sicher keinem. Nach dem Schlusspfiff heißt noch einmal richtig ran für Christa Naumann, unser Siegerin des Tages. Christa Naumann hat heute alles richtig gemacht.